Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ganz viele von euch schreiben immer wieder unter meine Videos, dass sie sich mal ein Video zum Thema Lerntipps oder wie ich mich auf meine Klausuren vorbereite wünschen. Und ich dachte mir, weil jetzt bei vielen, auf jeden Fall bei allen Studenten, jetzt ja wieder die Klausurenphase ansteht, passt dieses Video jetzt ganz gut. Und ich habe mir eine kleine Liste überlegt mit ein paar Punkten und Tipps für besseres Lernen, die mir auf jeden Fall immer helfen. Natürlich lernt jeder Mensch anders und jeder Mensch muss natürlich selber irgendwie rausfinden, wie er am besten lernen kann. Aber vielleicht helfen euch diese Tipps trotzdem ein bisschen und ich hoffe, euch gefällt das Video und wir legen direkt los mit meinen paar Punkten. Der erste Punkt ist für mich ein ganz wichtiger und zwar ist das Ordnung schaffen. Und zwar einmal betrifft das meinen Arbeitsplatz, also meinen Schreibtisch. Ich kann es gar nicht haben, wenn da 1000 Zettel und anderer Kram noch rumfliegt. Ich muss immer erstmal meinen Schreibtisch aufräumen, damit der schön ordentlich ist und dann kann ich anfangen mit Lernen. Manchmal betrifft das sogar mein ganzes Zimmer. Also manchmal kann ich viel, viel besser lernen, wenn ich ein ordentliches Zimmer habe, als wenn da so ein totales Chaos ist. Das ist vielleicht eine kleine Macke, aber vielleicht geht es ein paar von euch auch so. Und zum anderen meine ich damit aber auch Ordnung in den Unterlagen. Also wenn ihr anfangt für ein Fach zu lernen, sucht euch erstmal alle Unterlagen, die ihr dafür braucht, zusammen, ladet euch nochmal die Vorlesung runter, druckt euch bestimmte Sachen aus, sucht eure Mitschriften zusammen und packt die einfach mal alle so auf einen Haufen, damit ihr einen Überblick habt über die ganzen Sachen, die ihr durchgehen müsst. Und wenn man erstmal so eine Ordnung geschaffen hat und weiß, was man alles für das Fach braucht, dann kann man auf jeden Fall strukturierter und besser lernen. Und da sind wir auch eigentlich schon so ein bisschen beim zweiten Punkt. Das mache ich eigentlich immer vor Klausuren oder in ja so Phasen, wo einfach viel ansteht und wo man an vieles denken muss. Und zwar ist das Listenschreiben. Ich mache mir zum Beispiel vor einer Klausur erstmal eine Liste mit allen Themen und Sachen, die ich auf jeden Fall durcharbeiten muss. Schreibe mir zum Beispiel nochmal alle Themen der Vorlesung auf oder sowas, damit ich einfach einen Überblick habe, was ich durcharbeiten muss. Und dann kann man Punkt für Punkt die Sachen durchgehen und wenn man hinter allem einen Haken hat, dann weiß man, man hat alles drauf. Und das mache ich aber auch oft, jetzt nicht nur bezogen auf eine Klausur, sondern generell auf alles Mögliche. Wenn ich zum Beispiel einen Berg an Abgaben habe oder ja, Sachen, die ich noch erledigen will, dann schreibe ich mir immer erstmal eine Liste, damit ich das strukturiert sehe, was überhaupt zu machen ist. Weil manchmal, wenn so viel ansteht, hat man mal das Gefühl, da liegt so ein Berg an Arbeit vor einem und man hat gar nicht so den Durchblick. Und meistens ist es dann gar nicht so schlimm und das realisiert man dann aber erst, wenn man sich das strukturiert einmal aufgeschrieben hat, damit man so einen guten Überblick über die Sachen hat. Das hilft mir auf jeden Fall immer sehr. So viel zu der Vorbereitung fürs Lernen. Kommen wir jetzt mal zum Lernen. Und zwar schreibe ich mir schon seit Ewigkeiten Lernzettel. Und dieses Lernzettelschreiben macht für mich eigentlich so die Hauptzeit des Lernens aus. Und solche Lernzettel habe ich mir auch schon in der Schule geschrieben und mir hilft das einfach extrem. Ich schreibe mir einfach kompakt auf so ein paar Zettel alle wichtigen Sachen, die ich mir merken muss, auf. Also zu jedem Thema ein paar Stichpunkte und zeichne mir vielleicht noch irgendein Schaubild auf oder sowas. Einfach damit man alles, was man wissen muss, so kompakt einmal zusammengeschrieben hat. Und diese Zettel kann man dann zum Beispiel auch immer gut mitnehmen, unterwegs sich nochmal angucken im Bus oder in der Bahn oder nochmal vorm Schlafengehen einmal durchgucken. Das finde ich viel, viel einfacher, als wenn man in allen möglichen Mappen und Blöcken überall mal irgendwo sich so ein paar Stichpunkte zusammengeschrieben hat, weil dann übersieht man viel, viel schneller irgendwas. Und was halt der Vorteil am Schreiben von solchen Lernzetteln ist, dass man halt schon beim Schreiben die Sachen total verinnerlicht und im Grunde dabei auch schon lernt. Solche Lernzettel sind vor allem gut für Leute, die ein sehr so grafisches oder fotografisches Gedächtnis haben. Ich glaube nämlich, dass ich ein eher fotografisches Gedächtnis habe. Ich habe nämlich meine Lernzettel dann immer wie so ein Foto in meinem Kopf und weiß genau, wo was steht. Und wenn ich dann in der Klausur irgendwas lese, weiß ich genau, an der und der Stelle habe ich mir das aufgeschrieben. Solche Lernzettel sind einfach auf jeden Fall eine richtig gute Gedächtnisstütze und mir hilft es total, sowas zu schreiben. Und das ist auch eigentlich immer meine Hauptvorbereitung so für Klausuren. Dann eine Sache, wozu ich mich manchmal auch etwas zwingen muss, und zwar nicht im Bett zu lernen, sondern an meinem Schreibtisch. Ich mache ziemlich viel in meinem Bett, einfach weil mein Zimmer so klein ist und ich sonst nicht so viele Möglichkeiten habe, mich irgendwo anders hinzusetzen. Deswegen liege ich einfach oft im Bett.
Aber ich probiere beim Lernen mich immer an meinen Schreibtisch zu setzen, weil ich da einfach viel konzentrierter arbeiten kann als im Bett. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man so aufrecht sitzt und im Bett wird man vielleicht auch schnell müder oder hat dann keine Lust, weil es so gemütlich ist und guckt dann lieber wieder einen Laptop oder keine Ahnung was. Ganz wichtig sind auch Pausen einbauen. Vielleicht zwischendurch mal einen kleinen Spaziergang machen, einmal durchlüften, viel trinken, damit der Körper ja viel Flüssigkeit hat und sich gut konzentrieren kann. Und solche Pausen sind auch immer ganz wichtig, weil es ist auf jeden Fall sinnvoller, lieber kürzere Lernsessions zu machen und dann wieder eine kleine Pause, als, keine Ahnung, sich zu sagen, ich lerne jetzt 4 Stunden am Stück durchgängig durch und ich glaube, da bleibt nicht so viel hängen, als wenn man immer kleine Abschnitte macht und dann wieder eine Pause. Und der nächste Punkt hängt damit eigentlich auch so ein bisschen zusammen. Und zwar probiere ich mir beim Lernen oder in Klausurphasen immer so kleine Motivationen einzubauen. So kleine, schöne Belohnungen für einen selber, wenn man mal wieder viel geschafft hat. Das kann zum Beispiel sein, dass man sich danach was richtig Leckeres zu essen kocht oder bestellt oder sich mit Freunden dann zum Abendessen oder für ein kleines Mittagessen trifft. Sei es ein Stück Schokolade oder sowas, wenn man das eine Thema durchgearbeitet hat. Keine Ahnung, einfach so kleine Belohnungen, auf die man sich freuen kann, dass es ein bisschen mehr Spaß macht, sich auch hinzusetzen und das durchzuziehen. Als nächstes eine Sache, was ich im Moment sehr, sehr oft mache. Ich bereite mich ja gerade auch auf meine Klausuren vor. Und zwar kann ich im Moment sehr, sehr gut in Cafés lernen. Das ist natürlich sehr typabhängig, nicht jeder kann das gut. Aber ich brauche ab und zu so eine kleine Abwechslung von meinem Lernort. Und ich setze mich dann einfach gerne in ein Café, trinke einen Kaffee, esse vielleicht ein Stück Kuchen oder sowas und arbeite dann da mal 2 Stunden oder sowas. Es geht vielleicht morgens oder vormittags besser in der Stadt oder ich suche euch ein Café, das nicht ganz so voll ist. Aber ich kann da eigentlich mal ganz gut und konzentriert arbeiten. Diese Atmosphäre in so einem Café mag ich irgendwie total gerne. Wo ich auch richtig gut arbeiten kann, ist zum Beispiel im Zug. Ich fahre ja doch relativ viel Zug, so wenn ich mal nach Hause fahre, ab und zu am Wochenende. Und da kann ich mich auch total gut konzentrieren. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man so eine bestimmte Zeit hat, in der man was schaffen kann und dann wirklich konzentriert daran arbeitet, weil man kann ja nicht so viel anderes im Zug machen. Also probiert es vielleicht einfach mal aus, setzt euch in euer Lieblingscafé, trinkt einen leckeren Kaffee und probiert da einfach mal ein bisschen zu arbeiten. Klappt bei mir sehr gut. Und es ist natürlich auch wieder eine kleine Motivation, wenn man sich auf ein leckeres Stück Kuchen zum Beispiel freuen kann. Oder bei mir ist es schon allein immer so ein leckerer Kaffee aus so einem guten Café. Da macht das Arbeiten gleich viel mehr Spaß. Und dann kommen wir auch schon zum allerletzten Punkt und der ist eigentlich ziemlich, ziemlich wichtig und ich weiß, es ist nicht leicht und ich verfalle ihm auch immer wieder, und zwar irgendwelche Ablenkungen vermeiden, und damit meine ich Handy, Laptop, Fernsehen, was einen auch immer so ablenken kann. Ich weiß, wenn das Handy neben einem liegt und da immer so die Nachrichten aufpoppen oder man greift dann doch immer zwischendurch dahin und guckt einmal schnell bei Instagram durch oder was auch immer und das lenkt einen einfach ab und dann kann man nicht konzentriert arbeiten. Deswegen probiere ich einfach immer, wenn ich wirklich konzentriert lernen will, mein Handy auszumachen, Fernseher auszumachen, YouTube wegzumachen und dann wirklich mich darauf zu konzentrieren. Und ich habe zum Beispiel eine Professorin in Design Thinking, von der habe ich schon öfters mal hier erzählt. Und in ihrem Kurs ging es halt so darum, die Kreativität zu fördern und damit hängt ja auch so Konzentration und sowas zusammen. Und sie hat da so ganz interessante Techniken. Sie macht zum Beispiel auch so ein Atem-Yoga und sowas. Aber sie hat uns von so einem Prinzip erzählt, das heißt das Pomodoro-Prinzip. Und nach dem sollte man immer 20 Minuten konzentriert arbeiten, ohne irgendwelche Ablenkung. Und dann 5 Minuten nichts machen oder sich irgendwie entspannen. Und das kann zum Beispiel auch dann ins Handy gucken und einfach irgendwas machen, weil meistens macht man ja gar nichts Konkretes oder sucht gar nichts Konkretes, wenn man am Handy ist, sondern man guckt einfach stumpf durch Instagram durch oder sowas. Aber das ist im Grunde ja auch nicht schlecht, um sich einfach mal kurz abzulenken und seinen Kopf mal so kurz zu entspannen. Deswegen kann man da ruhig mal ins Handy gucken zwischendurch. Aber wirklich probieren, diese 20 Minuten konzentriert zu arbeiten und dann 5 Minuten nichts zu machen, mal ins Handy zu gucken, kurz frische Luft zu schnappen, rauszugehen, was auch immer, oder einfach nur da zu sitzen, zu atmen und nichts zu tun. Und das klappt eigentlich echt ganz gut und in so 20 Minuten kann man auch ganz schön viel schaffen, wenn man wirklich konzentriert bei der Sache ist. Und das waren meine paar Lerntipps. Vielleicht könnt ihr den einen oder anderen Tipp bei eurem Lernen anwenden. Und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle zu sehr im Klausurenstress und könnt das alles ein bisschen
entspannter angehen. Bei mir im Studium ist es ja zum Glück so, oder was heißt zum Glück, es ist so, dass ich nicht so viele Klausuren in der Klausurenphase habe, sondern es mehr so um Projekte auch geht, die schon während des Semesters bearbeitet oder abgegeben werden müssen. Und deswegen ist meine Klausurenphase nicht ganz so stressig wie zum Beispiel bei anderen Studiengängen, was auch seine Vorteile hat. Ja, ich freue mich, wenn ich euch mit meinen Tipps ein bisschen weiterhelfen konnte. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps oder Anregungen habt, wie ihr richtig gut lernen könnt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht ist da für mich auch noch irgendwas Nützliches dabei. Und wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch und ihr werdet alle super Klausuren schreiben. Ich glaube an euch und ich drücke euch die Daumen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!